Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen heute zu einem kleinen Let's Play. Ich hatte ja neulich reingestellt, als ich meine kleine Shoppingtour begonnen habe, wo ich irgendwie 19 Millionen Credits ausgegeben habe. Und im Endeffekt habe ich mir den Setter dann doch noch auch noch hinterher gekauft. Ich habe jetzt nach und nach die Panzer schon mal so ein bisschen ausgerüstet hier beim Setter. Habe ich einmal die Lüftung drin und dann halt Schere und Tarnnetz, weil ich mit dem Panzer hier eigentlich gerne irgendwo hinfahre und dann einfach ein bisschen spotte. Weil gerade mit der ersten Kanone ist das hier noch nicht so geil, was hier einfach Schaden machen angeht. Der hat keinen Durchschlag, er braucht ziemlich lange und er macht auch noch wenig Schaden. Also ist keine gute Kombination. Aber nichtsdestotrotz macht mir der Setter irgendwie Spaß tatsächlich. Also, weiß ich nicht, mit den Deutschen, mit dem Spick und dem HWK-12, die sind ja ähnlich aufgebaut. Also vom Panzeraussehen her. Aber gerade beim Spick fand ich, hat sich das irgendwie sehr hingezogen alles. Da sind schon mal Blindschüsse. Das fand ich sehr anstrengend. Mit dem Setter bisher muss ich sagen, ich hatte noch nicht wirklich eine richtig super geile Runde. Aber es waren schon Runden dabei, da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Spaß. Und ich hoffe mal, die schießen an mir vorbei, wenn sie da hinschießen. Das wäre mega gut. Die Crew hier drauf ist auch noch total unterirdisch. Also ich habe hier jetzt gerade irgendwas eingebaut. Und wenn der hier noch einen Tick näher kommt, dann habe ich gleich ein Problem. Sie alle. Oh, vielleicht kann ich auch hier bis da hinten durchspotten, wenn meiner schießt. Ne, da kannst du da hinten, komme ich noch nicht ran aktuell, weil meine Crew noch zu schlecht ist. Aber ich mache hier vorne ein paar Panzer auf und hoffe natürlich, dass das vielleicht dann auch da steht mit dem Scorpion. Das ist aber nicht gut. Was mit dem Indian-Panzer? Ah. Okay, wollte gerade sagen. Muss doch mal irgendwie was passieren. Ich habe den Tiger P aufgeklärt. Oh, der mich auch. Autschen. Das war uncool. Wieso kommt da denn jetzt ein Tiger P lang gefahren? Bitte. Wohl nicht euer Ernst. Frechheit. Hätte ich mal doch da in der Mitte stehen bleiben sollen, da wäre nämlich nichts passiert. Aber gut. Das weißt du natürlich vorher nicht, dass da irgend so ein Idiot einfach mal lang fährt und das komplette Spiel hier auseinander nimmt. Leider weiß ich halt auch noch nicht, ob ich auf bin, aber ich bin wahrscheinlich auf, weil ich riskiere es jetzt trotzdem. Ach, guck mal, kriegt er noch einen mit? Noch einen. Oh, das machen wir noch ein bisschen, das macht Spaß. Ah, fuck. Da wollte ich ja doch ein bisschen zu viel. Ja, gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen hässlich gelaufen, dass da der Tiger P kommt. Wie gesagt, ich hätte auch einfach wegfahren sollen, weil hier bricht das jetzt auch alles irgendwie zusammen. Ja, jedenfalls hier vorne. Also da wären sie jetzt durchgekommen. Lange hätte ich hier eh nicht mehr überlebt. Insofern, ja. Aber das ist halt immer dieses Ding vom Let's Play, ne? Dann versucht man einmal irgendwie eine coole Runde hinzukriegen und aufzuzeichnen. Und dann passiert sowas. Tja. Na gut. 4:5 ist ja noch alles drin, aber wir können ja schon mal. Ich kann ja noch mal schnell eine weitere Runde spielen und hoffen, dass die dann besser läuft als das hier gerade eben. Aber wie gesagt, eigentlich macht der Setter mir Spaß. Bisher aktuell jedenfalls. Das kann natürlich auch sein, beim Spick war es am Anfang auch so und dann war das echt zäh. Der HWK jetzt hingegen, da muss ich sagen, geht das tatsächlich ein klein bisschen besser. HWK, 8er Deutschleit. So, HWK.
Und hier ist auch die Crew. Es ist zwar noch keine Monster-Crew, aber immerhin schon mal ein klein bisschen was. Ich könnte hier tatsächlich auch, sehe ich gerade, nochmal umskillen auf Waffenbrüder, dass alle Waffenbrüder haben und dann Tarnung reinschmeißen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd, oder? Wenn ich das jetzt schon mache. Das machen wir mal eben. Zurücksetzen. Habe ich einen und. Ab soll's. Das die Welt, das machen wir jetzt, weil ich einfach Bock auf habe. Und als nächstes bauen wir Tarnung mit ein, auf jeden Fall. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und selbiges machen wir hier bei dem Kollegen auch hier. Nein! 87, doch, immerhin bitte gerne. Gold gebe ich dafür nicht aus, Gold spare ich. Ich habe ja noch einige Panzer, die ich kaufen kann. Wenn ich mal irgendwann vielleicht wieder genug Gold zusammen haben sollte, dann gibt es auch mal wieder einen neuen Panzer. Aber solange skill ich dafür keine Crew um. Ist mir dann zu teuer. Und habe ich Tarnung genommen? Gut. So, jetzt haben wir hier Waffenbrüder drauf. Jetzt ist der nochmal ein bisschen besser. 517 Meter Sichtweite. Auch hier habe ich Schere und Tarnnetz drin. Könnte natürlich auch mit Optiken fahren. Aber eigentlich bei dem Panzer ist es ähnlich wie beim Setter. Ich schieße hiermit jetzt nicht so häufig. Ich sehe gerade hier auch noch mal. Sehr schön. So. Und dann drehen wir einfach mal eine Runde mit dem HWK und gucken, was da passiert. So, ich bin auch mittlerweile schon wieder bei 1 Million Credits. Hey! Neulich nach dem Shopping-Event, nachdem ich dann auch noch den Setter dazugeholt hatte, da war ich dann noch bei, ich weiß nicht, 200.000 oder 150.000 oder sowas. Konnte natürlich keinen Panzer weiter ausrüsten, aber dann habe ich ein paar Runden, habe mir Booster reingeschmissen, habe dann mit dem EV90 ein paar Runden gedreht, mit dem Skorpion G auch noch. Und dann hatte ich jedenfalls schon mal einige Credits wieder zusammen, um halt dann, ich glaube, den T110 E4 habe ich ausgerüstet. Beim Setter, die Lüftung, die wäre jetzt auch nicht so teuer. Und noch irgendwas habe ich ausgerüstet, weiß ich jetzt gar nicht. So, gut, aber egal jetzt, wir fahren. Boah. Das sind ja zwei mega geile Runden nacheinander für Spotter. Und dann auch noch hier mit den YOLO-Links dazu. Aber eventuell wäre das vielleicht ganz clever, wenn ich an denen dranbleibe. Weil wenn die nach vorne fahren, ihre Dinger da rausmümpeln und ich auch noch hinterherkomme. Das Problem ist nur, ich bin ein bisschen langsam. So, ja. Also man könnte natürlich auch hier J1 in die Richtung fahren mit einem Light. Das wird schon gehen, um halt hier lang zu spotten. Aber wie gesagt, ich hoffe mir jetzt einfach, dass ich hier ein bisschen abstauben kann. Okay, wo auch immer der hinging. Das war krass. Oh, den nehmen wir noch mit. Keine Art hier am Start, das ist gut. Genau, unser Centurion, der könnte gut mal vorfahren jetzt hier. Und dann machen wir nämlich mit hier. So, pass mal auf. Oh, können wir nochmal einen rausdrücken? Sehr gut. AMX, den sollten wir tunlichst meiden. Dann nehmen wir den noch mit und fahren hier einfach mal weiter runter, denn da hinten steht auch noch ein E75. Das sehe ich gerade. Den Berg hier komme ich jetzt nicht mehr hoch, ohne in den Nacken zu kriegen. Das ist natürlich blöd. Und Leopard PTA ist ja auch noch hässlich. Aber auch da machen wir noch mal einen drauf. So. Ja, jetzt bin ich hier eh gleich weg. Also da gehe ich mal stark von aus. Ah, gekettet nur. Scheiße. Ja, das Problem ist, wir haben hier auch absolut keinen Support. Ah, was war das denn? Ah, guck mal. Nee, 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 nee. So nicht, mein Freund. So nicht.
Und den können wir auch nochmal mitnehmen hier. Ich glaube, so viel Schaden wie jetzt hier in der Runde habe ich noch nie gemacht. Der bleibt wahrscheinlich eh stehen. Kacke. Das wäre natürlich jetzt richtig geil gewesen, wäre der da rausgefahren. Ah, fuck. Dachte, ich kriege ihn vielleicht. Ja, der 50-100 da ist noch ein bisschen hässlich. Und der T-54E1. Das sind alles keine... Kann man das kaputt schießen? Oh, das kann man kaputt schießen. Oh, hier kommt ein WZ. Das ist nicht gut. Ah, der RMX-50-100. Kommt jetzt auch noch zur Hilfe. Die Lumpen dort. 1800 Schaden. Okay, vom Schaden her auf jeden Fall nicht so verkehrt. Wir haben die hier ganz gut aufgehalten. Und das mache ich mit manchem TD nicht in der Runde. Das war eine ganz coole Runde. Und ich muss sagen, da ging der Plan mit den Linksen auch ganz gut auf. Leider ist der eine Links ziemlich schnell rausgeflogen. Das war ein bisschen ärgerlich. Und wie gesagt, mein allererster Schuss da auf den Links, glaube ich, war es sogar. Keine Ahnung, wo der gelandet ist. Da muss ich vielleicht nochmal im Replay dann gucken. Aber der hätte eigentlich auch ganz gut treffen können. Ansonsten ging das eigentlich ziemlich gut. Auch gegen den PTA war ich ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Und wir haben gewonnen tatsächlich. Weil einfach 4 Leute von uns oder so im Cap stehen und gecapped haben. Na gut, die Runde war doch sehr erfolgreich, auch wenn wir draufgegangen sind. Aber ich würde sagen, war jetzt keine so schlechte Runde. Ich bin zufrieden. Hätte ich überlebt, wäre ich natürlich noch einen Tick zufriedener gewesen, aber irgendwas ja immer. 3570, das nehmen wir auf jeden Fall mit für den HWK hier. Und dann können wir mal eben gucken. Ach, guck mal an. Nicht im Ernst hier. Erster Platz, meine Leute. Siehste wohl. So spielt man HWK. Ja, wie gesagt, war die beste Runde bis... Also, nee, war gar nicht mal die beste Runde, aber so gefühlt vom Schaden her auf jeden Fall. Hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da konnte man schön austeilen. Und das hast du mit dem Setter halt nicht, weil der Setter halt, ich meine, die Kanone hier, 7,3, das ist 180 Durchschlag, 240 Schaden, das ist schon ein bisschen, das ist eigentlich schon für ein Light ganz gut. Wenn man sich dagegen den Setter anguckt, der dann hier ja nur, vor allem ich habe nur die kleine Kanone drauf, das darf man natürlich auch nicht vergessen, mit 110 Durchschlag und 75 Schaden alle 5 Sekunden, das ist natürlich überhaupt gar keine Gefahr. Da lachen alle drüber. Dann kommt die nächste Kanone. Da schießt man dann, hast du ein bisschen über 6 Sekunden Reload. Hast 115 Durchschlag, was jetzt auch nicht so viel geiler ist. Aber immerhin 110 Schaden, ja. Das ist, sind schon mal 35 Schaden mehr. Aber auch noch nicht wirklich gefährlich. Und selbst die beste Kanone vom Setter mit 6 Sekunden Reload, 180 Durchschlag. Der Durchschlag ist dann ganz okay für einen 7er Light. 220 mit der Premium-Munition und 135 Schaden. Ja gut, das macht ein Panther auch, ne? Glaube ich, 135 Schaden oder sowas. Also das, die Kanone geht dann schon irgendwann. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch ein kleiner Weg und ich habe jetzt auch keine Lust, noch freie EP dafür zu verwenden. Dementsprechend wird der Setter jetzt erstmal so ein bisschen hier durchgejodelt und dann gucken wir einfach, was passiert. Aber hier beim HWK wollte ich gerade noch mal gucken. Da hatte ich ja doch jetzt ein paar Punkte zusammen. Ich mir da irgendwas Neues kaufen noch vielleicht? Müssen wir mal eben noch einmal reinschauen. So, 11.000, 15.000 und 14.000. Ach, guck mal, ich habe sogar noch einen großen Motor, den ich einbauen kann. Das ist natürlich ganz nett. Wie bin ich denn zu dem PTA gekommen? Deshalb habe ich den... Ach, hier über... Nee. Ach doch, ja, hier über den Indienpanzer. Alles klar. Deshalb habe ich den HWK auch erstmal noch gar nicht gespielt, weil ich beim Indienpanzer dabei war, um hier hinzukommen. Genau, den PTA habe ich mir auch gekauft, stimmt. So viele Panzer gekauft, Wahnsinn. Jetzt muss ich erstmal darauf hoffen, dass die ganzen Einbauteile hier mal ins Sale kommen, dass ich da mal wieder zuschlagen kann, aber vorher muss ich erst Geld verdienen. So, na gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Das war eine dürftige Runde und eine eigentlich ganz geile Runde für mich jedenfalls und ich hoffe, das hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, ja, keine Ahnung, ob es ein Let's Play gibt, ob es ein Replay gibt. Ihr werdet das sehen, ich werde es sehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.